Der Balkan ist bei den Deutschen ein wirklich beliebtes Urlaubsziel und gerade Familien aus dem süddeutschen Raum fahren gerne zum Beispiel mit dem Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil dorthin, denn man kann so günstig und mal eben Urlaub machen. Wir wollen jetzt jedoch herausfinden, ob man das Ganze, sagen wir mal, auch auf einem anderen Level machen kann und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg nach Istrien. Das passende Auto für unsere Luxusreise, das haben wir schon mal. Unsere Reise führt von München direkt nach Portorož an der slowenischen Adriaküste. Von dort aus genießen wir die Fahrt über die Landstraßen des Balkans. Ein Kia Stinger gibt es bereits ab rund 44.000 Euro, dann jedoch mit einem, wie ich finde, zu kleinen Motor. Wenn man richtig Spaß haben will, dann sollte man sich einfach mal für den V6 entscheiden. Der hat ordentlich Wumms und dann kostet das Auto rund 55.000 Euro, ist jedoch extrem gut ausgestattet. Mit an Bord ist zum Beispiel eine Automatik, Allradantrieb, ein Head-Up-Display, Lederausstattung und vieles, vieles mehr. Man kann kaum noch was dazu konfigurieren. Selbst unser Testwagen, der wirklich alles hat, kostet knapp 57.000 Euro. Dann hat man ein Auto, das sich nicht nur sehr schön fährt und sehr schön aussieht, sondern nach dem sich auch jeder umdreht. So, der erste Teil unserer Reise ist geschafft. 550 Kilometer hier zum Hotel in unserem Kia Stinger. Wie ich fand, bis jetzt schön luxuriös, so wie es sein soll. Und jetzt schauen wir mal, ob das Kempinski hier unseren Ansprüchen genügt. Das 1912 erbaute Kempinski Palace Portorož wurde nach der Übernahme durch die Kempinski-Gruppe 2008 komplett saniert und bereits mehrfach ausgezeichnet. Es beherbergt neben 164 Zimmern und 16 Suiten sowie einem über 1500 Quadratmeter großen Pool- und Spa-Bereich unter anderem auch die größte Suite im ganzen Land. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gefrühstückt wird im ehemaligen Ballsaal des Hotels. Und Gourmets finden im à la carte Restaurant Sofia alles, was das Herz begehrt. Unser Reisebegleiter ist für uns die perfekte Wahl für unseren Luxustrip. Denn wir haben jetzt mit dem Kia Stinger mit einer Länge von 4,83 Meter einen echten GT dabei. Das Auto bietet nicht nur viel Platz innen, sondern vor allen Dingen sehr viel Schönes von außen. Aber auch unter der Motorhaube ist etwas, das wirklich Spaß macht. Wir haben hier einen 3,3 Liter V6 verbaut. Der bietet 510 Newtonmeter maximales Drehmoment, 366 PS maximale Leistung. Und das Ganze gekoppelt serienmäßig hier bei unserem Fahrzeug mit Allrad und der Automatik. Und damit macht das Fahren richtig Spaß. Und wenn man sich das Auto anschaut, dann sieht man sehr viele schöne kleine Details. Zum Beispiel, wenn wir uns die Lampen vorne wie hinten anschauen. Übrigens bei unserem Auto in LED-Vollausführung. Einfach nur ein sehr schönes Auto, das immer wieder dafür sorgt, dass Menschen stehen bleiben, genauer hinschauen und sich immer wieder wundern. Das ist ein Kia. Was die Region rund um Portorož für Autoliebhaber bereithält, erklärt sich unter anderem direkt daran, wen man vor Ort trifft. Kurz nach meiner Ankunft hier im Kempinski Hotel in Portorož habe ich mich diebisch gefreut, denn hier sind haufenweise Teilnehmer von der Rallye Adriatic. Und ich habe hier den Bernd gefunden. Bernd, du bist ein Deutscher hier in der Rallye in Istrien und du fährst ein Auto mit einer englischen Nummer. Wie kommst du hierher und was machst du hier? Der Grund, dass ich eine englische Nummer habe, noch habe, ist der, dass ich das Auto erst diesen Sommer gekauft habe. Und ich muss es jetzt im Winter durch den TÜV bringen, ummelden und so weiter. Und jetzt fahre ich halt mit einer englischen Nummer diese Rallye. Ich bin der einzige Deutsche in diesem Teilnehmerfeld. Die anderen kommen aus England, aus Irland, aus Belgien, aus den Niederlanden. Und wo fahrt ihr lang? Kannst du mir so ganz grob eure Route sagen? Ja, wir begannen vor 5 Tagen in Ljubljana. Sind dann in den Norden gefahren, bis zur österreichischen Grenze. Immer schöne kleine Straßen, Regularities, also ein Wettbewerb gegen die Uhr. Und sind jetzt gestern nach Portorož gekommen an das Mittelmeer. Fahren heute noch mal eine Schleife praktisch, um den Sieger dieser Rallye zu küren. So, das erste Auto startet hier bereits, beziehungsweise Motor läuft warm. Bernd, was für Autos sind denn hier dabei? Wie ist denn das Klassement? Wir haben sowohl Vorkriegswagen, einen sehr interessanten Lagonda, einen Elvis, einen Bentley und dann die meisten Autos sind Nachkrieg, 50er Jahre, 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre. Sehr viele, natürlich englische Teilnehmer mit den Austin Healeys, aber auch einige Porsche, unter anderem mein 911S von 1969.
Mit den 366 PS und 510 Newtonmetern inklusive Allrad ist der Stinger auf diesen engen Landstraßen richtig klasse unterwegs. Und richtig viel Spaß macht es dann, wenn man den Wagen auf Sport stellt. Denn wir haben natürlich auch unterschiedliche Fahrmodi, je nachdem, was man gerade so möchte. Während unserer Tour durch Istrien erkunden wir auch die Küste. Und so landen wir schließlich in einem kleinen Ort direkt am Meer. Willkommen in der Kleinstadt Piran, direkt an der Küste. Wir sind hier gerade mit unserem Kia Stinger reingefahren. Gott sei Dank haben wir eine Sondergenehmigung, denn normalerweise darf man hier maximal 15 Minuten mit dem Auto rein und an diesem Platz schon mal gar nicht. Piran hat übrigens seinen Namen von dem Leuchtturm hinter mir, denn früher hat man halt Leuchtturm mit Feuer betrieben und Piran kommt von dem Wort Pir, das Feuer bedeutet. Diese kleine Stadt bietet wirklich tolle, kleine, kuschelige Restaurants und Bars, sehr schöne, enge Gassen und wer sich hier reintraut, im Zweifelsfall zu Fuß, der kriegt obendrauf noch den Ausblick hier. Der Kia Stinger bietet hier innen wirklich mehr als ausreichend Platz, sowohl für Fahrer wie auch für Beifahrer. Und ganz wichtig, wir haben einen Radstand von 2,90 Meter und das heißt, auch hinter mir ist immer noch genug Raum für eine erwachsene Person. Das heißt, man sitzt wirklich auch mit 4 Personen selbst auf der Langstrecke richtig bequem. Was dazu kommt ist, das Fahrzeug ist relativ leise. Durch den Motor, hier den V6, hat man ein schön sonores Brummen, wenn man es ruhig angehen lässt. Wenn man sportlicher fährt, kriegt man einen sehr schönen, aber dennoch gut gedämpften Motorsound. Und was ich halt bei diesem langen Radstand mag beim Fahrzeug ist, dass der Wagen einfach die Unebenheiten auf der Straße schön weich wegfedert. Man fährt also von daher extrem komfortabel, gerade auf der Langstrecke. Das Land hat deutlich mehr zu bieten als nur schöne Strände, große Wälder und Kultur. Mehr und mehr wird zum Beispiel die Region Istrien auch für ihre Trüffel bekannt. Und was liegt da näher als eine Kostprobe? Darf ich vorstellen? Das hier ist Lisa und mit Lisa gehen wir jetzt auf Trüffelsuche. Und wenn Lisa ihren Job anständig macht, dann können wir diese Trüffel nachher sogar noch essen. Bevor ein Hund erfolgreich Trüffel sucht, bedarf es jahrelangem Training. Doch auch dann sollte man den Vierbeiner nicht aus den Augen lassen, denn auch der Hund weiß, dass Trüffel einfach lecker sind. Ich denke mal, die kann ihren Job. Der Kia Stinger bietet einen adaptiven Tempomat und das heißt, da macht er seinen Job eigentlich ganz gut, denn er hält die vorgegebene Geschwindigkeit, er reduziert die Geschwindigkeit, wenn ich auf ein Fahrzeug auflaufe und er beschleunigt auch wieder, wenn ich freie Fahrt habe. Was jedoch nicht so schön ist, ist, dass das Fahrzeug das nicht so feinfühlig macht, wie es manch anderes Premium-Fahrzeug tut. Und das sorgt einfach dafür, dass man ein bisschen weniger Reisekomfort hat. Natürlich kann man bei diesem Auto, wenn man möchte, auch den adaptiven Tempomaten manuell übersteuern. Aber dennoch ist das einzige, leider einzige Minus bezogen auf den Komfort im Auto. Von unserem Hotel in Porto Roche ist es nicht weit bis zur kroatischen Grenze. Wir machen uns daher auf, um zu schauen, was das Nachbarland für uns Autofahrer bereithält. So, wir haben uns jetzt über die Grenze getraut und zwar nach Kroatien und genau hier zur verlassenen Stadt Dvigrad. Der Grund dafür ist relativ einfach. In der Umgebung hier gibt es haufenweise schöne, enge, sehr kurvige Straßen und das mögen wir Autofahrer nun mal. Aber außerdem gibt es auch die Legende, dass der Pirat Blackbird hier seinen Schatz vergraben hat. Tja, und damit war's das von hier, vom Balkan, denn wir gehen jetzt eine Runde buddeln.